Grüße Leute und willkommen bei meiner kleinen Gamecube-Sammlung. Heute die Lost Levels. Mal als kleine Erklärung, ich bin ja die ganzen Titel von A bis Z meiner Sammlung schon durchgegangen, aber das sind die Titel, die durch irgendwelche Gründe eben nicht in die Sammlung mehr reingepasst haben, beziehungsweise nicht in das Video, weil sie entweder von einem Kumpel ausgeliehen wurden, ich einfach übersehen hatte oder ähnliches. Aber daher hole ich sie heute ja nach und beginnen werde ich mit... Betten Coyotes, und ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, aber vermutlich nicht. Ein sehr interessantes Rollenspiel, was ich bis heute noch nicht geschafft habe, durchzuspielen. Aber das sind nur Zeitgründe, keine Qualitätsgründe, weil das Spiel ist wirklich, wirklich richtig gut und hat auch ein sehr fantasievolles Kampfsystem, was über Karten funktioniert. Das heißt, man sammelt unterschiedliche Karten und setzt sie bei Kämpfen ein, sowohl zum Angriff als auch zur Heilung. Das Prinzip dahinter ist aber, dass diese Karten halt veredelt oder altern können. Das heißt, man nimmt zum Beispiel eine Banane und die Banane wird dann halt erst grün, dann wird sie halt gelb, dann wird sie matschig und alt und vergammelt und ist dann auch irgendwann aus dem Inventar raus. Oder eine Weintraubenrebe. Erst ist sie die Weintraubenrebe, danach wird sie zu Wein und danach zu Essig und je nachdem macht sie auch unterschiedliche Effekte. Dadurch ist man bei seinem persönlichen Kartenkampfdeck immer dazu geneigt, auch Dinge auszuprobieren oder zu verändern. Ebenso interessant ist die Story, aber vor allen Dingen die Atmosphäre des Spiels. Es fühlt sich alles immer sehr traumhaft und stimmungsmäßig an und alles ein bisschen so, als würde es wirklich im Himmel spielen und als wäre da wirklich die wunderschönsten Nächte der Erde, würde es da geben und als wäre die Welt wirklich endlos lang. Für mich ist es aber ein Titel, der immer irgendwie unterm Radar bei den meisten Leuten durchgeflogen ist. Er wurde einfach größtenteils ignoriert, weil ganz große Namen zu der Zeit auch rausgekommen sind und da das Spiel ein bisschen untergegangen ist. Mich würde es freuen, wenn ihr den Titel nochmal euch zulegt und einfach mal anzockt, denn ich denke, es lohnt sich wirklich. Chibi Robo. Ja, davon habe ich ja schon mal ein Let's Play gemacht. Es geht um einen kleinen Haushaltsroboter, der Haushaltsarbeit erledigt in einer völlig skurrilen Welt mit einer völlig skurrilen Familie. Das merkt man schon an der Tochter, die echt einen Schatten hat, oder der Vater. Die haben eigentlich alle an der Klatsche, macht das aber umso sympathischer. Und man hat hinten eine Akkulaufleistung am Roboter dran und die kann man später erweitern, um weitere Gebiete zu erreichen oder noch mehr zu erleben und trifft dabei auf allerhand skurrile Gestalten. Das Spiel ist am Anfang relativ langsam, das behindert so ein bisschen den Einstieg, weil man ja auch nicht überall gleich hin kann, aber wer sich da ein bisschen reinfressen kann und ein bisschen Zeit mitbringt, der bekommt auch ein wunderschönes Spiel. Aber gesagt, Zeit müsst ihr euch halt mitbringen, um in die Welt einzutauchen. Defender! Defender ist sowas von schlecht. Als ich es damals eingelegt habe und gesagt, ich zock's mal an, habe ich gedacht, mich erwartet wenigstens etwas Gutes. Denn es gab ja zumindest Stargate, das ist doch schon mal was. Also fliegt man mit dem Schiff durch und so weiter, halt wie in der Serie Stargate und so weiter. Aber ich glaube, das war sogar krass aus der Serie geklaut. Und der Rest, die ganze Story, das ganze Gameplay, die Steuerung, es ist einfach nur furchtbar schlechtes Spiel. Lass die Finger von Defender. Es ist wirklich traurig, dass sowas, dass sowas existiert. Zumal es auf den GameCube echt bessere Alternativen gab, wie zum Beispiel Star Wars Rogue Squadron oder auch Star Fox. Also noch mal eine kleine Warnung, Defender lohnt noch nicht mal zum Reinschauen und lohnt sich noch nicht mal für 3 Euro. Finger weg! F1 2002, ein Rennspiel bzw. Formel 1 Rennspiel aus dem Jahre 2002. Damals hat mir die Formel 1 noch gefallen, da hatte ich noch Spaß dran, mittlerweile leider nicht mehr, weil es etwas dröge geworden ist. Und das muss man leider auch über das Spiel sagen, da es eine Rennsimulation ist und diese bekanntlich sehr schlecht altern. Jedes Formel 1 Rennspiel der heutigen Zeit ist vermutlich besser als F1 2002. Nicht weil der Titel schlecht ist, sondern einfach weil er mittlerweile zu alt ist. Aber wie gesagt, damals hat er mir wirklich gut gefallen, da waren die ganzen Lizenzen mit dabei, die Steuerung war gut, es gab sogar ein Schadenssystem am Auto, was ich wirklich bei Rennspielen oft vermisse. Und da war das völlig okay, aber heutzutage würde ich es vermutlich nicht mehr anfassen. Godzilla, Destroy All Monsters, Melee! Was soll ich zu diesem Titel noch sagen? Vermutlich gar nichts. Schaut euch einfach das Let's Play von mir und dem Filmelf mit an. Das Spiel ist super, super lustig. Man haut sich als Godzilla oder anderes Riesenmonster aus der Godzilla-Serie übelst aufs Maul, bewirft sich mit Häusern, klatscht sich um und so weiter. Das Ding macht wirklich Laune, vor allem im Multiplayer, auch zu viert gegeneinander. Es gab ja mal den unsäglich schlechten Nachfolger auf der PlayStation 4, den solltet ihr wirklich meiden. Den Titel hier allerdings, der hat sogar richtig viel Humor. Den kann man sich geben. Also Vorsicht beim Kauf, GameCube-Variante kaufen, PlayStation 4-Variante im Regal liegen lassen. Und wie gesagt, wenn ihr wollt, jetzt bitte das Let's Play angucken, wo ich den Film 11 einfach mal richtig vernichte.
International Superstar Soccer 3. Mein Lieblings-International Superstar Soccer war eigentlich 98, obwohl ich die 64-Variante auch ziemlich gut fand. Mit ISS 3 konnte ich allerdings nicht mehr so viel anfangen. Dennoch ist es eine sehr gelungene Fußball-Simulation-Arcade-Version. ISS stand ja immer so ein bisschen für ein bisschen mehr Action drin, statt Simulation und so weiter. Das funktioniert ja auch ziemlich gut, aber irgendwann war die Zeit bei mir vorbei, wo ich Fußballspiele gespielt habe. Einfach aus dem Grund, weil ich mag es halt arcade-lastiger und die Spiele wurden ja halt immer mehr zu Simulationen. Ob ihr euch diesen Titel also zulegen sollt oder nicht, ist pure Geschmackssache. Vermutlich einfach mal reinziehen, ranspielen und dann entscheiden. Ich glaube aber, der Titel wird hauptsächlich nur von den Leuten noch genutzt, die ihn damals auch erlebt haben und damals gut fanden. Alle anderen stürzen sich ja eh auf die neueren Fußballspiele. King Kong, the official game of the movie. Ja, eine Filmumsetzung. Oh, graus. Das Problem dabei, das Spiel ist gar nicht mal so übel. Es macht sogar durchaus Spaß und erzählt den Film richtig schön nach. Technisch ist es ein bisschen altgebacken, aber vom Spielerischen her und von der Erzählweise und das, was man da erlebt und von der Abwechslung her, ist es wirklich ein guter Titel. Wer also mit der altgebackenen Grafik keine Probleme hat und einfach mal was Neues erleben will und nicht nur dauernd die gleichen Gegner besiegen will und wirklich mal ein bisschen Abwechslung haben will, kann bei dem Titel zuschlagen. Fans des Films sowieso, aber ich denke, da gibt's gar nicht so viele, weil King Kong ist immer noch so ein kleines Nischenmonster im Gegensatz zu Godzilla. Und seien wir mal ehrlich, Godzilla ist einfach cooler. Knockout Kings 2003, ein sehr schönes Boxspiel. Ich mag ja Boxtitel allerdings nur die, die sich wirklich vom Gameplay her gut zocken lassen und so ein bisschen zerstörerisch wirken. Das heißt, man haut den Gegner aufs Maul und der fällt dann wirklich um. So mag ich das. Also richtig schön Zeitlupe, man sieht, dass der Schlag halt angerichtet hat. So ist es bei dem Titel auch. Aber auch hier muss ich sagen, der Titel ist leider etwas in die Jahre gekommen und nicht mehr ganz up-to-date. Von der Steuerung immer noch 1A, vom Kampfsystem passt das alles, also von der Vitalitätssystem des Boxers her und von den Schadensystemen. Allerdings grafisch ist es doch ein bisschen abgeflacht und man kriegt heutzutage neuere Boxspiele, die, denke ich, genauso gut sind, günstiger eben als Neuversion über Steam oder was weiß ich. Daher braucht ihr den Titel jetzt nicht unbedingt. Wer ihn aber sieht für ein Apfel und ein Ei, könnt ihr auch euch gerne mitnehmen und bitte euren Kumpel im Multiplayer richtig schön auf die Schnauze hauen. Lost Kingdoms! Ganz ehrlich, ich habe es bis heute nicht geschafft, den Titel anzuzocken. Und er liegt hier schon seit einem halben Jahr auf meinem Stapel der Ungespielten. Daher zeige ich euch noch ein bisschen Bildmaterial, laber euch noch ein bisschen zu, bis ich dann zum nächsten Titel komme. Ich hoffe, euch geht das genauso, dass ihr auch viele ungespielte Titel irgendwie zu Hause liegen habt, zu denen ihr einfach noch nicht gekommen seid. Ist das auch so bei euch? Oder bin ich der Einzige, der einen Stapel der Schande hat? Och, bitte lasst das nicht so sein. So, genug gelabert? Okay, dann zum nächsten Titel. Rainbow Six 3. Hier spielt man natürlich ein SWAT-Team der Rainbow Six und versucht sich durch Terroristenmengen durchzuballern. Gut, dass man vorher bei der Einsatzplanung sich die Waffen rausschauen kann oder dass man ein paar Teamdaten lesen kann oder ähnliches. Allerdings ist das Spiel gar furchtbar gealtert und war, glaube ich, auch selbst zum Zeitpunkt, wo er herausgekommen ist, einfach nicht wirklich gut. Das mag zum einen daran liegen, dass die Technik wirklich altgebacken aussieht, als auch daran, dass die Steuerung nicht ganz so toll umgesetzt ist, als beziehungsweise wie die ganzen Figuren reagieren und die Gegner und die KI, das ist alles so ein bisschen strotzend doof. Ich hatte damit nicht allzu viel Freude, ich würde ihn allerdings nicht als total schlechten Titel deklarieren, sondern eher so niedriges Mittelmaß. Wer unbedingt zuschlagen möchte, kann das tun, allerdings gibt es genug gute Alternativen, die einfach besser sind als dieser Titel, auch auf anderen Systemen. Second Sight. Hier muss ich sagen, der Titel hat eine sehr clevere Idee ins Gameplay mit eingebracht, da man Psychokräfte hat. Und das Ganze ist auch technisch gut gelungen und man kann den Titel heute auch wirklich noch gut spielen. Das liegt vor allen Dingen auch an der klasse Präsentation. Der Hauptcharakter hat keine Ahnung, was mit ihm passiert ist, warum sein Körper so entstellt ist und wo er seine Kräfte her hat. Und es ist alles so ein bisschen mit Horroraspekten drin und man schleicht sich durch eine Irrenanstalt, durch komische Labore und so weiter. Mir hat der Titel sehr gut gefallen, hat auch bei mir eine Wirkung hinterlassen, da er keiner dieser fröhlichen Titel ist, obwohl der Grafikstil ja ein bisschen knubbeliger und comicmäßiger aussieht, hat es doch eine kleine, gruselige Wirkung gehabt und war auch ein bisschen verstörend. Wer also auf Horror, Mystery und ein bisschen Psychokram steht, der kann das Ding sich gerne mal holen und wird damit auch, denke ich, eine Menge Spaß haben. Wer allerdings auf pure Action und Geballer steht, wird hier weniger glücklich, da man auch öfters mal schleichen muss. Aber alles in allem, wie gesagt, ich war doch begeistert. Soul Calibur 2, ein Klassiker auf dem GameCube. Nicht nur, wenn man da Link spielen konnte, sondern auch, weil das Kampfsystem sehr gelungen war und die technische Umsetzung auch sehr gelungen war.
Es gab ja noch eine PlayStation 2-Variante und eine Xbox-Variante. Ich glaube, da konnte man noch Spawn und Hayachi oder wie immer der heißt von der Tekken-Serie zocken. Ja, Fans, verzeiht mir, ich kann seinen Namen nicht wirklich aussprechen, ist aber nicht so schlimm. Aber ich denke, für Nintendo-Fans war einfach die GameCube-Variante am besten, weil man da Link spielen konnte. Ganz ehrlich, Link in einem Prügelspiel und das nicht bei Smash Bros., das war einfach fantastisch. Und zudem hat sich das Ganze noch gut angefühlt. Das Einzige, was ich bei der Soul Calibur-Serie nicht so ganz mag, ist immer so ein bisschen diese Depri-Stimmung im Hintergrund. Das ist alles so ein bisschen depressiv, so ein bisschen trübsalblasend. Aber rein vom Kampfsystem her, von der technischen Umsetzung, hat es super viel Spaß gemacht und man konnte sich gut mit seinen Kumpels battlen. Ich weiß, mittlerweile sind schon wieder so viele neue Teile der Soul Calibur-Serie draußen, aber ich mochte Teil 2 wirklich immer noch am liebsten. Und von daher könnt ihr den Titel ruhig mal eine Chance geben. Und habe ich schon erwähnt, dass man da mit Link kämpfen kann? Yeah! Spider-Man 2. Spider-Man ist jetzt nicht gerade mein Lieblings-Superheld. Ich halte ihn ein bisschen für weinerlich im privaten Bereich, obwohl er echt ein guter und starker Kämpfer ist und öfter mal mit extrem Blessuren rausgeht und da eigentlich eine harte Sau sein müsste. Aber dieses private Gejammer hat mich immer ein bisschen rausgebracht. Ist aber auch völlig egal, mit dem hat der Titel ja nichts zu tun. Ich wollte nur sagen, der Titel hat mir super gut gefallen, obwohl halt Spider-Man dabei war. Und das lag an der fantastischen Umsetzung des Franchises. Man konnte sehr sich gut durch die Gegend schwingen, hat Verbrechen und so weiter gelöst, es war alles Open World, es war alles schlüssig und der Titel hat zudem noch einen riesen Schuss Humor gehabt und das fand ich einfach fantastisch. Und klar, heutzutage wird der Titel etwas alt sein und ein bisschen angebacken, aber ich glaube, ich würde das Ding immer noch spielen, einfach weil es witzig umgesetzt ist. Und das trotzdem es eine Filmumsetzung ist. Aber am Film wird sich natürlich auch nur lose orientiert, da der Titel wie gesagt Open World ist. Und Spider-Man-Fans brauchen den Titel eh. Splinter Cell Chaos Theorie. Ja, wieder ein Splinter Cell-Teil. Und ja, ihr wisst, ich kann nicht schleichen. Ja, ihr könnt's ahnen, dass ich den Titel deswegen auch nicht unbedingt mochte. Aber ich sag immer wieder, Splinter Cell ist eine gute Spieleserie. Ich kann allerdings nicht sagen, ob dieser Titel ein guter Teil der Serie ist oder der beste oder schlechteste Teil. Die sind auf jeden Fall alle von Qualitätsgrad sehr hoch. Und wer auf Schleichen steht, der kann das Ding auch gerne zocken. Das Problem ist, ich stehe im Prinzip nicht auf Schleichen, weil ich es einfach nicht kann. Ich zück die Knarre und baller alles platt und daher verliere ich in diesem Titel immer und daher ist der Titel für mich nicht geeignet. Aber das soll euch nicht davon abhalten, euch den zu holen. Wer auf Splinter Cell steht, ich denke mal, für den ist der Titel sowieso was. So, das war's heute wieder mit meiner kleinen GameCube-Sammlung von A bis Z und der letzte Teil. Das war's komplett mit meiner kleinen GameCube-Sammlung nach ungefähr 7 Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaut auch das nächste Mal wieder rein, egal bei welchem Video oder vielleicht bei meinem nächsten Sammlungsvideo, was ihr übrigens vorschlagen könnt. Mich würde mal interessieren, welche Sammlung euch von mir interessiert oder welche Titel ich vorstellen kann. Einfach in die Kommentare schreiben, ich würde mich sehr drüber freuen. Also, ich wünsche euch noch eine gute Zeit, bis die Tage und ciao!